Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online Challenge. Heute mit dem Jonathan, dem Fuck you! Und der Sebastian. Fickt euch alle! Moment, wie mach ich das nochmal? Ich hab das schon wieder vergessen. Mit F. Nein, F ist falsch! War das Alter 4. Rechtsklick, Peter. Ja, Tab, Peter. Das ist irgendwas richtig kompliziertes. Ja, Rechtsklick. Das ist deine Waffe. Fickt euch! Fick du nicht! Wir machen mal wieder Bergsteigerei. Und zwar ist heute unser Ziel, mit diesem wunderbaren Dreiradmotorrad, Chimera oder so heißt das, auf den Mount Shea zu kommen, die Station zu berühren. So ist das Ziel. Ob es uns gelingt, wir wissen es nicht. Aber irgendjemand wird es irgendwann wahrscheinlich schaffen und der hat dann die erste Runde gewonnen. Seid ihr ready? Ja. Dann geht's los. In 3, 2, 1, go! Oh, warte mal. Da fand ich die Bremse. Easy Game, easy. Oh Gott, ah, lol! Wie der sich schon abgedreht hat. Geh mal da weg. Wie der sich direkt gedreht hat. Alter, ist das schnell, das Ding. Oh shit, das ist der falsche Weg. Oh, Peter. Peter, du Lappen, tschüss. Kein Problem. Oh Gott! Oh, man muss hier hoch, ne? Oh, ja, easy. Gehen wir hin. Was ist das für ein Teil? Nee, das wird Alter, das ist einfach maximal doof, das Ding. Hä, warte mal, wo geht's denn hier weiter? Oder? Nein, der kommt ja überhaupt nicht mit Steigung klar, das Ding. Alter, mega. Ich bin einfach super fix. So, ab da hoch. Also bin ich der Erster? Holy shit, wie schnell bin ich? Mann, Bam ist Erster, oh, okay. Ich mach Looping. Oh, aua. Ich schnick's Erster. Oh, jetzt nicht mehr. Erster. Hä? Leute, da hinten ist Jet. Okay, der ist ja wirklich far away. Ja, easy, haben wir geschafft. Ich komme nicht aus so einem Sulkus raus. Willst du mich verarschen? Okay, ich komme auch gerade nicht mehr hoch. Na, hier also hoch. Das Ding einmal stehen geblieben. Oh, sorry, Bram. Oh, nein! Oh, das war scheiße. Was ein dämlicher Zufall war das? Oh Gott. Das war der dämlichste, einer der dämlichsten Zufälle, die ich so lange gesehen habe. Einfach Bram weggewichst. Ich brauche wieder ein bisschen Momentum. Oh oh. Alter, das Ding kippt die ganze Zeit um. Ja, wie kann man das wieder richtig drehen? Muss ich absteigen? Gar nicht, Alter. Was weiß ich? Ich stehe nur noch auf der Seite. Ja, schon. Ja, komm, Mann, wir machen das. Ja, Grip. Mega. Was ist das eigentlich gar für ein Weg, Problem. Den wir hier fahren? Leute, gar kein Problem. Was habt ihr eigentlich für Probleme, ey? Solltet mal zum Arzt. Ja, schon. Nein! Nein! Ich fahre jetzt straight hoch. Nein. Oh, was? Oh, was ein Flip. Oh, jetzt ist doof. Okay, ich muss Anlauf nehmen. Jetzt ist doof. Oh nein. Gar nicht gut. Oh, gar nicht gut. Ich mach auch. Oh mein Gott, dafür kann man mal ein Like da lassen. Nein. Würde Bram sagen. Okay, Stein hat mich gefangen. Ich komme wieder. Ich hol auf. Grüß meine Kinder von mir. Ich grüße deine Kinder. Oh, schön. Das sah interessant aus, wie du Nein. geflogen bist. Oh, das war so ein gutes Comeback. Und musst du mal zum Arzt, Sepp? Nee, ich bin ja schon gekommen. Ah, so easy. Ich bin nur über Ziel hinausgespritzt. Oh, nein! Hier hoch. Oh, nicht hier hoch. Ganz entspannt. Das Ding fährt hier nicht los, willst du mich verarschen? Einfach zu steil hier. Fuck! So, nee, noch nicht. Jetzt. LOL! Nein! Nee, noch nicht. Come on! Okay, LOL, ist ein Puma! Ich kann mich nicht wehren! Ich bin vom Puma getötet. Fuck you! Ah! Wer ist hier? Who's that bitch? Jake. Hab ich dir mal kurz meinen Reifen gezeigt. Oh, Junge, wieder. Alter, ich mach hier Moves! Ja, hab ich auch gemacht. Und danach war scheiße. Ja, ich weiß. Aber der Move war geil. Ich war hier die ganze Zeit salty. Oh, jetzt roll ich den ganzen Berg runter. Fuck. Ja. Nein, ich hab auch Fehler gemacht. Fehler gemacht. Alles gut. Laufen. Alter, wie schnell man umkippt mit diesem Scheißding. Das ist schon, muss er aufpassen, Peter. Wiggle. Ich war so nah an dir dran. Ja, das ist richtig. Ja, war ich auch mal, Bram, Peter. Ja, wobei, bei Sepp, da warst du selber schuld dran. Peter hat mich einfach weggekickt. Ach so, oh, das war's. Scheiße! Ich komme ja nicht hoch! Hä? Wieso wurde der abgebremst? Alter, das kann doch nicht wahr sein, hier diese Scheißstelle. Alter. Okay, wie kann ich die beiden jetzt noch richtig geil überholen? Nein! Mein Motorrad!
Läuft, der Motorrad läuft weg. Weiter, weiter, weiter. Lol, ich hab gerade einen Hund platt gemacht. Das war ein Puma bestimmt. Aber der hat Wuhuhu gemacht. Und dann war der tot. Machen wir auch immer. Ich hab meine Challenge für mich alleine hier hinten. Ich glaube auch, Jay. Jay kennt ja auch. Nein! Oh mein Gott, nein! Nein! Ich mach aber auch geile Moves, muss ich sagen. Oh, das ist richtig doof. Kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ich bin hier an diesem Scheiß. Keine Ahnung, an diesem Mülltonne oder so. Ich kam nicht um diese Kurve rum. Ist Bram runtergefallen? Nee. Das PC gerade überholt. Phil hat einfach gesagt: So, jetzt ist so alles oder nix Moment bei ihm. Das heißt, ich kann nicht mehr gewinnen. Ich will aber nicht Letzter werden. Ja, dann ist Jay Letzter. Echt? Bin ich jetzt auch schon so hart Letzter? Mehr. Ja, Sepp ist auf jeden Fall. Ah, das war ein Coyote. Ihr könnt es auch umgefahren haben. Coyote Ugly. Ja, geil, Alter. Der Weg hier ist ja super easy. Oh, nee, Leute, ich bin falsch gefahren. Nein! Das ist doch nicht so easy. Du musst nach oben, ne? Ah, also, nein! Jetzt Jay, ich würde sagen, runter. Du bist Letzter, aber mit Abstand. Nein! Ja, glaube ich auch. Nein! Also, mach du nochmal die Fahrscheinprüfung. Ach, das war jetzt antiklimaktisch, sag ich mal. Nee, ich fand das super. Das hätte besser ausgehen können. Aber mehr war auch nicht drin. Nee, also, mehr war auch nicht drin. Wirklich. Ja. Muss ich aber sagen, aber Peter, muss, auch Respekt, hat er hier einfach mit Schmackes über einfach hier drüber gefahren. Ist so, okay, Dennis fährt denselben Weg über den Weg. Ich muss jetzt hier einfach drüber. Der zeigt das gerade in seinem geilen Modus. Ach so, ich habe ihn gerade gerammt und dann war er weg. Etwa. Mal gucken wir mal, wo kommt denn Jay? Ja, ich bin sofort da. Ja. Okay, ich fliege einfach mal. Ja, der Weg da ist ja super einfach. Mhm. Oh Gott, ich höre es wieder fauchen. Da ist Jay. Aber du wurdest ja nicht angegriffen von dem Puma. Nein, oder? Nein, 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 nein. Dann hätte ich ihn da oben gebracht, ich mir Weapons geholt. Ja, okay, also ich bin an einer Stelle hängen geblieben, der Rest war easy. Scheiße. Oh oh. Ja, die Stelle war dann wohl unpraktisch. Okay, das heißt, bei dem ersten Ziel, was wir hatten, Peter auf 1, Bram auf 2. Dann Sepp, dann Jonathan. Wir suchen jetzt einen weiteren Berg. See you there. Nächste Challenge mit diesen wunderschönen Bikes müssen wir auf die Spitze, die ich genau angucke. Ich weiß nicht, wie der Berg heißt, ehrlicherweise. Mount Figmore. Genau. Und diesmal haben... Fick dich, Jonathan. Diesmal haben wir keinerlei Godmods oder so an. Wenn wir sterben sollten auf dem Weg, müssen wir wieder hier anfangen, wo wir gerade stehen. Also halt hier oben am Mount Chiliad. Muss nicht exakt das... Oh, warte mal, ich hole mir mal kurz Waffen. Wenn der Puma kommt... Ach so, ja, okay. Oder Peter. Kommt. Können wir jetzt den Reifen kaputt schießen? Weapons. Get ich all mir weapons. Okay. Seid ihr ready? Ah ja. Dann beginnt dieser nächste Teil der Challenge in 3, 2, 1, jetzt! Das ist echt crazy. Erstmal abchecken. Wie man... Oh! Ey, das hat schon mal gut funktioniert bis hierhin. Erstmal mit Handbremse die ganze Zeit fahren. Oh, weh, ich hab ein bisschen Angst. Ja, aber Alter, man ist so schnell, obwohl man die Handbremse drückt. Ihr kleinen Fickschlitze. Okay, ich bin tot. Du hast mich getötet, du kleines... Puma! Du kleine Lesewurst. Ja, die Puma-Leiche. Ich hab den Puma weggejietet. Und dann bin ich drüber gefahren und hab mich gedreht und bin gestorben. I don't like shit. Was hier passiert. Tschüss. Oh. Ihr kleinen Fickschnitzel. Ey, nicht ihr. Ich hab damit überhaupt nichts zu tun. 0%. Da ist schon eigentlich ziemlich viel Bram schuld. Das waren Jay und ein bisschen Peter. Ja, Peter hat damit gar nichts zu tun. Peter hat nur dich gedreht. Nee, Peter hat diesen aggressiven Fahrstil so transferiert. Bist du abgestorben? Ja, ich bin auch gestorben. Ich bin nicht gestorben. Oh, Peter, ich glaube, du stimmst auch direkt nochmal. Jo, das war ja unglaublich. Das war jetzt ja nicht perfekt, wie ich hier runtergefahren bin. Oh, mach das nicht. Können wir bitte bremsen? Problem ist, eigentlich getötet. Wer ist... Bram. Bei mir der Puma.
Ram ist dir volle Kanne hinten drauf gefahren. Sepp, das war richtig assi. Gar nicht fragen. Sepp, Peter! Sepp, du musst nur die Augen schließen und weißt du die Antwort. Okay, Peter, schon wieder der Puma. Hey, oh Gott! Wie hat er dich also getötet? Ich hab's geschafft, bis zur Straße zu kommen, aber das war nicht der Weg, den ich fahren wollte. Der lag tot auf dem Boden? Ernsthaft? Ja, weil Jay den überfahren hat, ja. Und dann hab ich mich gedreht. Ich fahre den noch komplett entspannt diesen Weg. Also Jay schon zwei auf dem Gewissen. Weil ich Angst hab, da nicht verrecke. Okay, jetzt muss ich nur auf die Straße, ich bin in diesem Sulkus davor. Hast du überlebt? Ja, kein Thema. Wo ist denn jetzt der Berg? Okay, ich hab was gemacht, was ich nicht überleben werde, glaube ich. So, jetzt komm. Was davon ist denn der Berg? Wir haben mit uns gemeinsam angesehen. Ja, aber ich weiß nicht mehr, welcher es war. Oh nein. Jetzt, wo ich hier unten bin. Tot. Oh nein. Ist es der? Das war keine gute Idee. Darf ich den Atem Appenizer nutzen? Um dein Fahrzeug zu befreien, ja klar. Dann machst du ja ein Fahrzeug kaputt mit. Ich würde eher God-Mode. Glow-Clip, oder? Mach wie du meinst. Ja, ja, ich meine halt, wenn es halt festhängt. Nee, dann. Was ist denn hier? Oh, es brennt. Das ist ja belastend. Ja, genau das meine ich nämlich. Ja, aber No-Clip ist halt langweilig. Das ist ja wie Cheaten. Ja, wirklich. Ich bin auf einem Berg. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist nicht der richtige. Ja, dann bist du halt falsch. Ja, aber welcher ist das? Oder ist das der da hinten? Leute, wir hatten da gerade noch angefangen. Ich. Geil. Bin auf Warum? Musst ja, du auch noch anfangen? Ja, weil. Okay, ich bin an einem Berg und ich fahre jetzt an anderen nochmal auf die Spitze. Mal gucken, ja, gewinne ich beide. Okay. Ich guck genau auf den Berg, Jake. Ja, das sieht man halt nicht. Nicht. Wenn du unten bist. Ohne Markierung. So. Nein! Schön Fuck! Langsam, alles easy. Wenn es nicht mehr letztes. Wenn mein Auto wegfährt und ich liege hier zwischendurch noch, ne, muss ich neu anfangen, oder? Du kannst doch dahin fahren. Also wenn dein Auto wegfährt, kannst du auch einfach zu deinem Auto laufen. Laufen? Oh, also ich weiß nicht mehr, wo das ist. Es steht hier oben. Ja, genau, das steht da oben. Mhm. Ja, ich bin da gerade gegen gefahren. Das ist nicht meiner. Achso, das ist nicht Ich glaube, ich muss neu anfangen. Okay, da steht eins. Nimm dir das doch einfach. Ich bin nochmal runtergefahren zum Sägewerk. Anfange oder. Zum Sägewerk? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber Sägewerk ist auf der falschen Seite des Flusses. Ja, aber ich bin da auf den Berg hochgefahren. Auf der anderen Seite des Flusses. Aber das ist auf der anderen Seite des Flusses. Ja, ja, dann bin ich wahrscheinlich nicht richtig gewesen. Ich glaube, nämlich auch. So, Puma! Habt ihr das hier lebend runtergeschafft, ey? Das ist einfach unmöglich. Einfach Leute, jetzt bremsen. Kommen hier Ziegen! Okay, ich muss. Ich hab das Gefühl, ich bin nicht richtig. Jetzt kommen hier Ziegen. Alter, ich mache so viele Tiere tot, ey. Aber laufen Tiere die denn tot. Einem auch direkt davor? Oh mein Gott, ich fahre hier aber auch die wildesten Wege. Das ist nicht so gut. Das ist okay. Okay, mach mal Peters Jump nicht. Nach. Oh nein, das hätte ich nicht tun sollen! Bleib hier, steh auf, steh auf, steh auf! Oh Gott, das hätte ich nicht tun sollen. Oh Peter, warum verleitest du mich Leute, zu so Leute, es gibt wirklich Hunde, Bram. Ja. Hier ist jemand spazieren gegangen mit dem Hund. Hunde, Bram? Also vielleicht kann man doch Hunde töten. Oh Gott. Okay, da muss ich runter. Oh Gott. Das ist... Okay, was... Oh, nein, 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 bleib hier, bleib hier! Alter, der Weg ist so steinig und schwer. Okay, ich bin wird kein leichter sein, sagst du. Oh, guck mal, ich bin wieder richtig. Da vorne ist Jonathan. Das war doch eine Abkürzung. Ram, committed suicide? Bin ich ein Idiot. Warum hast du das denn gemacht? Was heißt denn, da vorne ist Jonathan? Ja, du warst unten beim Sägewerk, ich war hinter dir und dann dachte ich mir... Was hab ich da gesagt? Ich bin beim Sägewerk. Und dann, als ich runtergefallen bin, dachte ich mir, während ich gefallen bin, drückst du mal Linksklick und hab damit geschossen. Cool. Und dabei bist du gestorben? Killed. Let's up. Du hast dich beim Schießen selber gekillt? Wie geht denn das? Ja, mit dem Appen-Atomizer. Ah, oh nein. Ja, Appen-Atomizer. Die geile Sau. Alter. Es gibt hier eine Brücke. Schon wieder ein Puma. Ich bin tot. Warum gibt's so viele Pumas? Oh mein Gott. Ich bin da. Ich war mega gut. Echt? Du bist schon da? Ich bin da. Ich bin auch auf dem richtigen Berg, Jonathan. Ich weiß noch nicht, ob ich auf dem richtigen Berg jetzt fahre, aber ich glaube, das sieht so aus, als ob das der richtige ist, wo ich hinfahre. Ja, warte, ich guck mal. Ja, das ist der richtige. Ja, ich war auf dem anderen da links. Scheiße. Hey, warum steht hier immer noch so ein Auto? Geh weg.
Ja, wenn man stirbt, dann stehen die da ja so. Musstest du nochmal neue Sporen, Bram? Ja, ich bin 10 Meter vor dir. Boah, das ist aber gefährlich hier. Ich bin von der anderen Seite gekommen, das war auch richtig wild. Okay, ich glaube, ich muss nochmal neue spawnen. Ist nur so eine Vermutung von mir. Oh Gott! Oh, guck mal, ich bin hier oben gespawnt, mega. Ja. Ich würde sagen, da bin ich wohl Zweiter. Ja, würde ich wohl auch sagen. So eine Scheiße, ich stehe auf dem falschen Berg, ey. Ich bin auf dem Berg, ich weiß aber nicht, ob das der richtige ist. Ja, das war nicht so zu erkennen von da unten. Oh Gott. Oh, alles gut. Ich glaube, ich bin wieder tot. Den kleinen Schnupsi. Du musst bremsen, Sebastian. Ich bin jetzt beim Kojoten. Wenn du da ankommst beim Kojoten, wirst du... Kojoten. Ich glaube, ich werde niemals einfach unten ankommen schon. Das ist... Was sind die anderen? Gegen meine Natur. Ja, jawohl. Jetzt bin ich beim Wanderer. Da, die sind doch bei Mount Chiliad. Ja, die sind ja tausendmal neu gespawnt. Ah. Jonathan hört auch nur sich selber zu. Ja. Oh no. Herr Bram, so bin ich auch runtergefahren. Ganz easy. Ganz easy. So, und jetzt gleich müssen wir hier links. Und nicht jetzt den Berg da hochnehmen. Das ist der falsche Berg. Das ist der falsche Berg. Ich war nur zu greedy. Das ist egal, du kannst von beiden Seiten vorne sein. Hochfahren. Oder hast du dich für... Oh nein! Gar kein Problem, so. Frage ist, nimmst du jetzt nimmst du den Sägewerkweg oder nimmst du den Pederweg? Ich nehme jetzt hier den Weg, dass ich hier links fahre. Also der bist noch ganz oben, okay. Ja, ich mache jetzt den Pederjump. War nicht das links, was ich fahren wollte. Wieso drehst du dich nicht richtig? Oh Gott. Fällt ein, das wird so passieren, ne? Oh Gott. Ja, aber was soll schon passieren? Ich gang Baum. Ah, was ist der denn gefangen? Ja, bedenke, du musst noch über den Fluss, ne? Ja. Das ist der falsche Berg, Bram. Ich kenne Bram noch. Nee, bei dem Berg nicht. Ich dachte, ich wäre an der richtigen Brücke, aber ich nehme einfach die Brücke, die da unten ist. Ja, die kannst du auch nehmen. Mal. Hast du die auch benutzt, Peter? Nein. Ich habe die andere Brücke benutzt. Oh, Bram. Das ist auch schwieriger. Oh, Bram. Oh, Bram fällt. Bram ist tot. Das ist die Brücke für die Züge. Also nicht die perfekte Brücke. Ja, das ist nicht die perfekte Brücke. Ja, das habe ich auch gemerkt. Aber ist doch egal, oder? Ja, aber auf die von den Zügen kommst du halt nicht so einfach drauf vom Berg aus. Hallo Sepp! Hallo Bram! Let's go again! Ihr müsst da ganz entspannt runterfahren. Ja, war ich auch. Oh, Bram ist, glaube ich, direkt wieder tot, oder? Oh ja, okay. Das war ein gutes Mitschmackes. Alter, ich bin hier oben gespawnt. Rückwärts ist auch unangenehm, glaube ich. Ja, selbst wieso fährst du rückwärts? Achso, das war ein. Ach, deine Mutter, ey. Könnt ihr mal bitte eure Klappe halten? Ja, so einfach hier, so zack, 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 zack. Los geht's. Haben die das Startkommando verpasst, Peter? Oder warum sind die noch am Start, die beiden? Da gab's Free Popcorn, deshalb waren wir ein bisschen länger hier. Okay, da vorne ist Sebastian, das ist ja kein Problem. Aber hoffentlich kein salziges, denn das ist Schmutz. Ja, also wieder ein Puma. Der ist immer da. Ja, der ist wirklich immer, der hat so einen bestimmten Spawn. Deswegen sage ich ja auch, beim Puma und danach kommt der Kojote. Ja, wenn man wie lange das Absprung. Alter, Sepp, du bist so tot. Nee, das habe ich bisher immer überlebt. Du lebst doch diesmal, oder? Nicht. Echt? Committed Suicide kam gar nicht hier. So, ist kein Problem, kein Problem. Bram führt damit wieder. Ja, easy. Herr Peter, sollen wir nochmal starten von oben? Nochmal Erster werden. So. Oh. Vorsichtig. Ja, mit Gefühl. Das ist immer wichtig. Gefühl ist so eine wichtige Geschichte. Das hat auch nicht jeder. Nee. So Luftlinie fährst du jetzt fast auf die richtige Brücke zu. Da würde ich einfach jetzt gerade ihm Tipps zu geben, ja, Mensch, das ist ja... Heb ich die gleich und muss nur erstmal so weit kommen, wie Bram jetzt ist. Ich war schon an der Brücke und dann habe ich die Schlucht davor kennengelernt. Die war so tief, da hättest du auch drei Düdel wie deine Mutter. Ja. So, kein dreimal Problem. Aber Bram, ey, du nimmst aber auch immer den Risky Way of Life. Ja, wirklich. Ja, das ist ja immer den steilen. Immer den steilen, das ist ganz wichtig. Ich würde den Bram, ich würde rechts rumlaufen. Rumfahren. Ich nicht. Okay, ich hol den Bram. Bram! Easy. Oh Gott, gar nichts passiert.
Kein Damage. Warum könntest du nochmal sterben, damit du hast wieder so viel Zeit. Kein Damage. Gar ja, nichts. Okay, krass. Alles in Ordnung. Ah, guck mal, Life Regeneration kickt. Easy. Gibt's nicht, ey. So. Ich muss doch diesen. Wieso habe ich das vorhin so gut hingekriegt? Jetzt zerdenke ich das hier. Kein Ding. Oh, wieder der Rescue. Warum nimmt der wieder den? Oh, hat er easy. Ja, da, gar kein Problem. Gar kein Problem. What's the what has been ist die Frage. Boah, also wenn du den Change Speed auf very slow machst, Peter, dann kannst du super verfolgen mit der Kamera. Oh, Bram nimmt den schlauen Weg. Ja, Shift. So, ob der so schlau links ist. Links Schild. Brammen! Da kam out of nowhere. Out of nowhere? Lacht auf einmal so ein Attentatsast auf der Straße. Attentatsast, man kennt ihn. Bist du gestorben, Bram? Nein. Nee. Aber, ja, wobei, wo bist du? Nee, du bist noch weiter hinten. Und jetzt rechts rum. Nicht links. Nicht weit hin. Also nicht, wie nicht links? Ich wollte. Achso, nee, ich muss noch einen runter. Du willst wirklich den, okay, du willst wirklich den Zug fahren. Ja, das macht doch Sinn. Ja, da ist aber eine Felsspalte davor, Bram, die sieht man erst nicht und... Oh mein Gott. Nein, ich bin an einem blöden Mini-Hubbel gestorben! Ach, die Felsspalte jetzt nicht gesehen. So. Ja, bin ich in einem Haus gespawnt? Jetzt kommt der Zug entgegen. Nein, ich komm nicht raus zu euch. Ja, stimmt. Wie kannst du eigentlich den Speed ändern, Jonathan? Shift? Ja doch, Shift links. Langsamer machen. Ja, da musst du halt durchklicken. Irgendwann kommst du dann bei Max Speed an und danach kommt wieder Very Slow. Very Slow reicht für Bram. Wobei jetzt nicht, wenn er gerade so viel schnell fährt. Okay, let's go. So. Okay, Bram, jetzt. Du hast dich für die schwierige Seite entschieden. Ich habe mich gar nicht entschieden. Das ist das Schicksal gewesen. Doch, du hast dich entschieden. Kann denn hier ist das der richtige Weg? Eine Straße nach oben, kann nicht so schwer sein. Gibt das irgendwie genug Schuhe, die ganze Zeit irgendwelche blöden Tiere platt zu fahren? Keine Ahnung warum, aber... Also, ja, nee, Bram... Ja. Also, ja, ist eine Straße noch irgendwo hin, ja? Ist eine Straße. Ja. Na, erstmal gucken, erstmal geht die ja hoch. Jetzt geht die runter. Ja, ich hab da eine richtig gute Idee. Also links musst du hin, ne? Ja, ich weiß. Fuck! Also Sepp, du hättest alle Chancen der Welt hier noch aufzu... Okay, vergiss. Peter, kannst du mal bitte aufhören, da zu jinxen? Ja? Sepp, nur wegen dir bin ich jetzt gestorben. Sepp schafft es ja nicht, Alter, mal den Berg runterzukommen. Kommst du diese Steile hoch? What the fuck? Ja, wird der gleich... Bram wird eh sofort sterben. Dann ja, das ist korrekt. Sagen. Und da fängt es an. Nice, ich bin gespawnt und bin gestorben. Willst du mich verarschen? Hör mal einfach nochmal. Oh, Bram. Ja, das ich ist, bin an das dem ist richtigen, ohne Gefahr hier runter. Ich bin an dem richtigen Berg gespawnt, mega. Bis der Attentatast wieder kommt. Der Attentatast, der war gerade ganz so gemein. fahr mal in die Richtung. Guck mal, da, ich würde dem Motorrad hinterherfahren, das ist ja, schneller. Tue ich auch. Ja, sehr gut. Kleines Stückchen zumindest. Wo ist Sepp? Ja, am Spawn, Peter. Ah ja. Wie sieht denn hier aus? Weil die, ja, das gefällt mir doch. Sieht fantastisch aus. Ja, hier. Da kommst du ja easy hoch. Alter. Ganz easy. What the fuck? Alter, ich sterbe einfach immer am Spawn an irgendeinem blöden Mini-Hubbel. Mein Gott, der kommt wirklich easy hoch. What the fuck? Der kommt wirklich hoch. Das sieht gut aus hier. Oh, er hat das schwerste Ding noch geschafft jetzt. Ja, ich bin was? Hätte ich jetzt gesagt. Also Bram, jetzt kannst du es nur noch versagen. Jetzt kannst du richtig nur versagen. Wie die Packers. Jetzt macht doch nicht so einen Druck auf Bram. Solange du noch weiter nach oben geht, muss es noch weiter nach oben gehen, ne? Ja, es geht noch weiter nach oben. Jetzt hast du noch mal ein bisschen Hindernisparcours. Ich würde aber sagen, das Schwerste ist geschafft. Und der Puma. Boah, der hat weg. Einfach weggesnickt. Bevor der Attentatspuma hier kommt. Ja, ich würde sagen, Bram ist Ritter. Ja, Bram ist Ritter. Ist absolut. Ich würde sagen, mein Leben ist verwirkt. So. Ja. Ich werde jetzt noch einen letzten Jump machen und wenn der in die Hose geht... Kannst einfach die Wand hochfahren. Ohne Scheiß, Alter, das ging ja voll gut. Das ist Peters Gedächtnissprung! Oh, hat nicht funktioniert. Ah, das war gut. Das sah voll gut aus! Das sah voll gut aus. Ja, ich akzeptiere den letzten Platz. Ja, okay, sehr gut. Ich akzeptiere den letzten Platz.
Sepp hat uns jetzt hier auch besucht oben. Ja, jetzt siehst du auch mal, wie das aussieht hier, wenn man hier oben steht. Wer hat denn jetzt die Challenge gewonnen? Also, da ich beide Male Erster war. Ach so. Dann Jay hat gute Karten. Aber Moment. Das heißt, mit Zweiter und Vierter bin ich besser als Dritter und Vierter, oder? Das ist richtig. Ah, sehr gut, dann bin ich Letzter. Aber Zweiter und ja, das stimmt, ist Letzter. Ich glaube, ich bin schon wieder gestorben. Wie konnte das denn passieren? Du bist Zweiter und Dritter geworden. Du warst Zweiter und Dritter, ne? Ich bin aber Zweiter, Vierter. Ja, das heißt Peter, Brammen, Jay, Sepp. Ist die Reihenfolge. Ist okay, wegs Top 3 und Treppchen, das ist okay. Ja, wirklich. Das ist richtig. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Bis dahin, haut rein. Tschüss.